Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface mit witzigen Produkten für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Produkte sind deswegen witzig, weil sie witzige Sachen versprechen oder weil sie eine witzige Verpackung haben oder weil sie einfach etwas außergewöhnlicher sind und nicht so Mainstream. Und deswegen habe ich hier mir einiges aus meiner Sammlung rausgesucht. Ich habe tatsächlich auch das ein oder andere bei Cosmetic for Less deswegen geshoppt. Ursprung des Ganzen war eine ganz bestimmte Lidschattenpalette, die ich im Trash-Paket von der lieben Jenny bekommen habe. Und wir starten jetzt einfach mal mit einem Primer und da habe ich den Revolution Glass Liquid Skin Illuminating Skin Primer. Das ist dieser hier. Die Verpackung ist wundervoll. Diese Glass Skin oder Glass Skin Geschichte ist ja total trendy und ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Holo-Design von der Verpackung nicht auf dem Produkt an sich drauf ist. Hier finde ich es zum einen sehr interessant, dass es ein flüssiger Primer ist, dann, dass er eine Glashaut verspricht, also quasi, ja, Glass Skin, ne? Dass du halt eine Haut wie Glas haben sollst und ja, deswegen ist er jetzt hier mein Primer. Wenn man sich das so anguckt, was da drin ist, sieht es aus wie flüssige Perlen. Und das finde ich schon mal super, super schön, sehr, sehr interessant. Kennt man ja zum Beispiel von dem Pearl Shine Elixier von How Cosmetics oder von dem Becker irgendwas oder von dem Love Aura Glow Primer heißt der, glaube ich. Genau, da habe ich mir jetzt hier was auf die Pipette genommen und trage mir das erstmal hier direkt aufs Gesicht auf. Also ich tropfe es aus sicherer Entfernung auf mein Gesicht. Ich berühre mit der Pipette nicht das Gesicht und trage den Primer auf. Oh, boah, der riecht voll lecker nach Brause. Ich vermute, dass man bei trockener Haut, so wie ich sie habe, am besten eine schöne Feuchtigkeitscreme drunter geben sollte oder halt auch eine richtige einen ordentlichen hydralisierenden Primer, weil der hier super schnell einzieht. Das ist halt wie ein Serum, aber er macht genau das, was er machen soll. Das ist halt jetzt, sieht nicht aus wie Glas, was ich im Gesicht habe, seien wir mal ehrlich. Aber es sieht sehr, sehr schön aus, sehr gesund, sehr glowy und das gefällt mir. Das ist echt klasse. Deine Finger glitzern auch nicht so ganz intensiv danach, aber schon einigermaßen. Das nächste Produkt ist von Hulika Hulika, das Aqua Petite Jelly. Das ist dieses Produkt hier drin. Das hat einen Lichtschutzfaktor von 20 und es soll halt wirklich hydralisierend für die Haut sein. Und was da halt so aufregend ist, ist natürlich die Verpackung. Da haben wir hier so einen Glasflakon, der extrem anders aussieht. Auch interessant bei dem Produkt, es gab nur eine einzige Farbe bei Cosmetic for Less. Das fand ich spektakulär. Ich weiß nicht, ob das wirklich für jeden Menschen passen kann. Ich glaube eher nicht. Dann hast du hier einen Spatel mit drin. Und man sieht es schon am Spatel, da ist richtig Flabber drin. Das ist richtig Jelly. Das ist nicht wie eine normale Foundation. Und das nimmst du dir wirklich mit dem Spatel raus und batschst dir das auf dein Gesicht. Und dann verteilst du dir das in deinem Gesicht mit dem mitgelieferten Schwämmchen, was nicht nass gemacht werden soll. Von der Form her sieht das auch alles andere aus wie ein normaler Beauty-Schwämmer-Blender. Ne? Das ist ziemlich fest, aber damit muss man das dann entsprechend verteilen. Ich bin sehr gespannt und teste das jetzt auch das erste Mal mit euch zusammen aus. Und nehme dann hier so ein bisschen was. Das ist echt wie so ein Flabberzeugs. Druff damit und verteilen. Riecht angenehm. Und passt auf jeden Fall zu meiner Hautfarbe. Fühlt sich super angenehm an auf der Haut übrigens, wie so ein kühlendes Gel. Also dieses Schwammding ist eigentlich ganz gut, weil du es damit gut verteilen kannst. Du kommst auch gut in die Ecken rein. Ich habe aber nicht das Gefühl, als würde sich das richtig schön mit der Haut verbinden. Das ist ein bisschen blöd. Ich nehme jetzt wieder was von dem Spatel und gebe das auf mein Gesicht und verblende das einfach erstmal so mit meinen Fingern. Ich glaube, das geht besser. Es fühlt sich auf jeden Fall richtiger an, als mit einem trockenen Schwämmchen das zu machen. Irgendwie finde ich es gut. Es hat eine angenehme mittlere Deckkraft und es gefällt mir vom Finish, weil das nicht irgendwie fleckig aussieht. Es sieht sehr, sehr ebenmäßig aus und es fühlt sich einfach angenehm an. Natürlich hätte ich hier unter diesem Produkt einen etwas reichhaltigeren Primer aufgeben müssen, um ein besseres Hautgefühl als Mensch mit trockener Haut zu haben. Aber das ist ja nicht schlimm und ich denke, ich werde es auch nochmal versuchen, das mit einem feuchten Schwämmchen aufzutragen. Ich werde auch versuchen, das nochmal mit einem Pinsel aufzutragen. Aber so jetzt mit dieser Finger- und Schwammmethode
sieht es sehr, sehr gut aus. Also das ist schon mal richtig klasse. Tolles Produkt. Als Concealer habe ich ein Produkt mit drin. Es ist eigentlich irgendwie schon basic. Also das ist somit das basicste Produkt von denen, was ich hier habe. Milani Retouch and Erase Light Lifting Concealer. Das ist dieser hier in der Farbe 01 Fair. Es ist halt irgendwie deswegen so etwas besonders, finde ich, weil es hier oben dieses Schwämmchen-Gedöns hat. Das sieht einfach witzig aus. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin leicht zu begeistern. Und dann hast du halt so eine Rausdrücktube und es ist so ein bisschen wie der Löscher von Maybelline, aber in teurer. Und ja, ich probiere es mal aus und gebe mir das mal unter die Augen und so. Huch, okay, da kommt direkt auch so ein Ding raus. Jetzt ist die Frage, ob man das auch mit dem Schwämmchen einarbeiten kann, was ich natürlich cool finden würde. Weil dann brauchst du halt nicht noch ein zusätzliches Produkt. Also der Concealer an sich ist schon mal ganz cool, der gefällt mir. Der ist ja toll. Light Lifting. Leichtes Lifting von dem Auge und Löschen. Ich meine, das hat jetzt meine Augenschatten nicht komplett weggelöscht. Ich habe hier immer noch so ein paar dunkle Verfärbungen, die durchscheinen. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Wenn man die beiden Augen in Relation sieht, ist da auf jeden Fall ein krasser Unterschied zu sehen, finde ich. Na komm, ich gehe nochmal vorsichtig mit diesem Schwämmchen drüber. Also der Concealer kann auf jeden Fall was. Das macht er richtig gut, was er da gerade unter meinen Augen und auch an meiner Kinnpartie gemacht hat. Ich glaube, es ist einfach so eine Sache, wie man es halt gewohnt ist. Ich persönlich mag es lieber, das nochmal mit dem Schwämmchen einzuarbeiten, denn hiermit dauert das dann doch eine ganze Weile länger. Ja, aber ansonsten ein schönes Produkt, was ich jetzt auch öfters verwenden werde. Dann habe ich mir ein Blush ausgesucht und zwar Make-up Obsession Cheek and Lip Duo. Das fand ich einfach witzig, weil das halt auch für die Lippen sein soll und das einfach so ein Monster-Ding ist. Und ich meine, für die Wangen kann ich mir das einigermaßen vorstellen. Das ist jetzt übrigens die Farbe Just My Type. Und da habe ich mir gedacht, okay. Deswegen habe ich mir den einfach jetzt in dieses Fullface hier mit reingenommen. Ich nehme mir mal lieber so einen Stippling-Brush und ja, gehe damit über das Produkt einfach, um das nicht so ultra intensiv auf meinen Wangen zu haben. Habe das hier auf meinem Pinsel, kann das dann auf meinem Handrücken in die Pinselhaare etwas schöner einarbeiten und nehme halt auch ein bisschen Produkt ab und gebe mir das dann auf meine Wangen. Da ich nachher noch Puder und so weiter drüber gebe, darf das definitiv auch etwas intensiver sein. Das ist dann überhaupt kein Problem, finde ich. Krass, ich hätte echt gedacht, dass es auf der Wange intensiver rauskommt. Liegt jetzt wahrscheinlich wirklich daran, dass es ein Stippling Brush ist, mit dem ich das hier auftrage. Aber die Farbe sieht super schön und gesund aus, ne? Sehr subtil, aber sie ist trotzdem da. Das gibt eine schöne Frische. Man sieht es jetzt nicht so intensiv. Deswegen baue ich das noch auf, weil da kommt jetzt noch Puder und so weiter drüber, ne? Ja. Ich würde es nicht direkt machen, dass ich mit dem Stick aufs Gesicht gehe, weil ich dann echt zu sehr Angst hätte, meine Foundation wegzuschieben. So ist es ganz toll, weil die Foundation sich dann auch angenehm mit dem Blush verbindet. Das mag ich gerne. Lässt sich auch schön ausblenden. Und ich finde generell diese anderen Formen von Produkten, das werden wir auch gleich beim Bronzer sehen, ganz interessant, wenn man halt nicht immer nur dieses klassische Puderpöttchen hat und sich die Produkte dann aufträgt, sondern auch mal ein Cremeprodukt. Da bin ich jetzt mittlerweile auch etwas wärmer mit geworden. Oder vielleicht auch mal als loses Puder oder als Puderperlen. Das war ja mal von einer Weile ziemlich angesagt. Jo, das ist dann auch einfach mal ein bisschen was anderes. Und ich finde, da macht es auch richtig Freude, sich damit zu schminken, weil das einfach nicht so dieses Klassische ist, was man so jeden Tag verwendet, sondern einfach mal was anderes mache. Und wenn man auch mal einen riesen Pinsel nimmt oder so, ich finde das einfach schön. Das fördert bei mir auch immer so ein bisschen die Kreativität, dann auch mal neue Sachen auszuprobieren und ich weiß nicht, mir macht Spaß und Freude und das erfüllt mich und deswegen mache ich das jetzt auch mal mit euch zusammen. Ja, ich habe jetzt hier natürlich mit dem Blush etwas übertrieben, aber wie gesagt, da kommt ja noch ganz viel anderes Kram gleich drüber und dann sieht man den halt nicht mehr so intensiv und das finde ich dann halt auch irgendwie ein Stück weit schade. Deswegen gebe ich mir gerade, wenn ich so Cremeprodukte habe, das Ganze lieber etwas intensiver auf, bevor man es halt nachher nicht mehr sieht, ne? Das mag ich. Und für die Lippen weiß ich gar nicht. Gehe ich jetzt mal mit dem Finger drüber. Das sind dann natürlich ganz den Lippenbalsam war. Ja, das finde ich eigentlich ganz praktisch, denn nachdem man eine Foundation aufgetragen hat, gebe ich mir gerne noch ein bisschen Lippenbalsam drüber und dann hast du sie hier schon direkt in den Stick und kannst es machen. Das ist cool.
Könnte man sogar so auch im Alltag tragen, finde ich die Farbe. Gefällt mir wohl. Dann möchte ich jetzt gerne alles soweit setten, also die Foundation und den Concealer und dann halt auch in dem Sinne den Blush. Da habe ich hier von Milani ein Produkt, das ist der Hermosa Rose Illuminating Face Powder, beziehungsweise das, nicht der Puder, das, der, die, das, den Puder. Und hier fand ich einfach interessant, das wird hier im Fännchen nicht so unbedingt mega intensiv, wie das auf der Homepage war. Ich fand das einfach cool, dass es verschiedene Farben sind, die sich dann nachher zu einem wundervollen Teint entwickeln. Weißt du, also dass man halt quasi die Kombination aus allen hat und das wird dann wundervoll. So der Plan. Das wirkt jetzt noch alles etwas dunkel, aber na, ich nehme jetzt hier einen und natürlich hier das hier so, diese Prägung, ne? Diese Rosendinger fand ich einfach mega schön und deswegen habe ich mir gedacht, passt da jetzt auch hier in das Full Face. Ich nehme hier einen riesengroßen Pinsel und das ist der von Catrice. Das ist der Face and Body Pinsel aus dieser Sungasm Limited Edition, glaube ich. Gehe dann einfach hier in das Produkt einmal derbe rein, nimm alles auf, was geht, weil das ist ja ein gepresstes Puder, deswegen, ne? Muss ich auch nicht groß abklopfen und geht mir das komplett übers ganze Gesicht. Und wir sind im Sommer, da darf alles auch gerne ein bisschen illuminisiert werden. Und wie man sieht, hat das Puder auch wirklich eine leichte Deckkraft. Da muss man dann tatsächlich ein bisschen aufpassen. Endlich mal ein Puder, was nicht abmattiert. Und das ist ja voll mein Ding, ne? Weil ich habe immer das Problem, ich möchte kein Puder, was mich abmattiert. Aber ich möchte halt, dass mein Gesicht gesettet wird. Und die meisten Puder, ich sag mal 99% der Puder, mattieren. Und das hier ist endlich mal ein Produkt, was nicht mattiert. Geil. Und es sieht schön aus mit den Blumis. Weiter geht die wilde Reise mit Bronzer. Da habe ich zwei Produkte, die ich jetzt hier in diesem Video testen möchte, beziehungsweise zeigen möchte. Das ist einmal von Uoga Uoga, der Beach Mode Lose Bronzer. Habe ich Blush gesagt oder Bronzer? Blush habe ich ja schon drauf. Bronzer brauche ich noch. Ja, wie gesagt, ein loses Produkt, was ich sehr interessant finde, hatten wir in der Vegan Beauty Basket mit drin. Und ja, den nimmt man, gibt den auf den Deckel. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen viel Produkt genommen. Möchte ich mir den großflächig auftragen? Ach, warum eigentlich nicht? Ich nehme mir wieder den großen Puderpinsel, arbeite das Produkt in den Pinsel ein. Das staubt dann immer so sehr. Das heißt, man hat schon Produktverlust, finde ich. Ich klopfe das immer so, weil das dann besser in die Pinselhaare einzieht. Du klopfst dann das Produkt nicht ab, sondern du verteilst es einfach im Pinsel. Und dann gebe ich mir das einfach auf und wärme mein Gesicht damit auf. So hätte ich jetzt wirklich einen schönen Bronzy-Effekt, sage ich mal. Und dadurch, dass wir diese glowy Base da auch mit drunter haben und ich glaube auch in dem Bronzer ein bisschen Schimmerpartikel mit drin haben, sieht das alles auch aus wie Haut, wie wirklich gebräunte Haut. Sieht ziemlich gut aus. Das blende ich noch weiter mit dem Pinsel aus. Also es sieht jetzt sehr, sehr rötlich jetzt, finde ich, im Display aus, aber im wahren Leben sieht es nicht so rötlich aus. Auf der Seite möchte ich gerne einen anderen Bronzer verwenden und da habe ich Bronzer Pearls und zwar von Avon True. Das sind die Color Glow Bronzing Pearls. Ja, ich weiß gar nicht, wo das mit drin war. War das in der Glossy Box mit drin? Ich glaube schon. In irgendeiner Special Box davon, glaube ich. Muttertagsbox, kann das sein? Das hier sind die Perlen. Die sind relativ einheitlich, ne? Und sehr, 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 sehr schön glowy. Was jetzt echt zur Sommerzeit passt. Ich gehe da jetzt auch mal mit diesem Pinsel rein. Ich habe natürlich hier noch ein bisschen Produkt drin. Das heißt, das Ergebnis wird ein bisschen verfälscht. Ich mache den ein bisschen sauber am Handtuch neben mir, nehme dann die groben Pigmente so ein bisschen ab. Aber eigentlich finde ich den dafür perfekt. Was natürlich bei den Perlen immer so passiert, die verirren sich gerne mal in den Pinselhärchen. Dann trage ich mir den mal auf. Der ist auch super schön. Ein bisschen dezenter als der Uoga Uoga Bronzer. Aber schön. Und die Bronzing Pearls riechen so ein bisschen nach Rosenparfum. Das ist jetzt so ein richtiger Bronzy Glowy Look, den ich hier gerade schminke. Muss ich das Video noch umbenennen? Nein. Das ist jetzt das Full Face mit witzigen und außergewöhnlichen Produkten. Ich gebe das auch gerne noch so ein bisschen runter auf den Hals, weil ansonsten, wenn man halt Menschen anguckt und du keinen Rollkragenpullover trägst,
sieht das blöd aus, ne? Wenn der Bronzer halt nur so hier oben so ist, finde ich. Also für mich sieht das dann irgendwie merkwürdig aus. Aber mir gefällt's. Sieht ganz gut aus, doch. Sehr gesund alles. Oh, mag ich. Was meinst du? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Die Nase muss auch etwas brauner werden. Das Erste, was bei mir braun wird, ist meine Nase, weil meine Sommersprossen immer so intensiv rauskommen. Natürlich ist der Blush jetzt quasi verschwunden. Man sieht ihn fast gar nicht mehr. Ja, aber irgendwo da unten drunter ist er noch, ne? Ist man so. Ich habe übrigens, das habe ich mal herausgefunden, hier irgendwie so eine Narbe. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Deswegen wirkt das manchmal, wenn ich, wenn man das Video so sieht, als hätte ich da irgendwie so einen Fleck, aber es ist tatsächlich hier ein kleines Löchlein in meiner Haut. Ich weiß nicht, was ich da als Kind mal getrieben habe, dass ich da ein Loch mir gemacht habe. Man weiß es nicht. Okay, als Highlighter habe ich ein Produkt, also das musste sein, ne? Blooming Summer von Trended Up. Das ist die Limited Edition gewesen oder ist es immer noch? Ich weiß es nicht. Da muss man wirklich ganz vorsichtig mitarbeiten und sich nur einen Hauch aufgeben. Man drückt hier hinten drauf. Das zu dosieren ist wirklich schwierig. Es ist eigentlich eher ein Dekoprodukt, als dass es ein Produkt ist, was man wirklich als Produkt verwenden kann, um sich damit zu schminken, finde ich. Ich mache einfach, dass ich das ein bisschen vom Gesicht weghalte, die Augen schließen und dann ein bisschen drauf, aber ich glaube, da kommt nicht wirklich was aufs Gesicht. Ich meine, ich war vorher schon glowy, da noch ein bisschen mehr glowy, weiß ich nicht. Ich spüre einen leichten Hauch, ja, man sieht jetzt hier auch Glitzer im Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sehe Glitzer. Ja, das ist eigentlich Spielerei, weil, ne, man würde es jetzt theoretisch auch ein bisschen verblenden. Das ist eigentlich nicht mit so einem Oschi-Pinsel. Man sieht dann so ab und an ein bisschen Glitzerei, aber. Okay, ich muss doller draufdrücken. Ja, man sieht es nicht wirklich, ne? Ein bisschen. Muss man echt mit den Augen auch aufpassen, dass man sich das nicht in die Augen reinmacht. Ja, ich glaube, meine Nasenspitze muss ich heute nicht highlighten, denn aufgrund von Primer und Co. glänzt sie schon vor sich hin, genauso wie mein komplettes Gesicht. Aber wie gesagt, das ist eher eine Spielerei und das ist halt wirklich so ein witzige Produkte. Aber das braucht eigentlich niemand so wirklich. Gut, dann habe ich die Base soweit fertig und dann würde ich jetzt weitermachen mit den Augenbrauen. Da habe ich mir zuallererst von Revolution geholt Soap Styler. Von Laminate Fluffy Natural Soap Brows. Da bin ich ja mal gespannt. Und das soll die ja, Augenbrauen an Ort und Stelle halten. Ich habe noch ein weiteres Fluffy Augenbrauen-Produkt, was ich nachher noch verwenden werde. Deswegen hoffe ich, dass das Ganze zusammen auch harmoniert. Das hat so eine schöne Verpackung. Dieses Rose Gold ist einfach total schön. Und man sieht natürlich auch jeden Fingerabdruck drauf. Dann nehme ich hier mal die Folie runter. Und hier haben wir halt wirklich so einen, ja, Brocken drin. Das ist auch wirklich hart. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Oh Gott, du gehst damit drüber und es macht einfach krass. Es ist so ein festes Zeug. Ja, und damit gehe ich dann durch meine Augenbrauen. Es krümmelt auch so runter. Ich glaube, ich habe das auch bei der lieben Alina, bei Frühlingsrolina gesehen, dass sie das mal getestet hat in einem Full Face Revolution, was sie geschminkt hatte. Es ist halt, als hätte ich mir da irgendwie einen Kerzenwachs reingegeben, ne? Ich rühre da richtig drin rum, damit ich auch Produkt auf dieses Zahnbürstenersatzding kriege. Macht die Augenbrauen aber schon ziemlich klebrig. Aber man kann sie damit formen. Also das möchte ich jetzt mal nicht abstreiten, ne? Sie würden wahrscheinlich auch so halten, aber schön so Augenbrauen mit Foundation drin und dann nach oben gebürstet, das sieht irgendwie weird aus, oder? Ich gehe jetzt einfach mal nochmal mit dem Augenbrauenspulli durch. Ich glaube, wenn man sich jetzt so ein Puder drüber gibt, dann kann das Ganze auch gut werden. Oder wenn du sagst, okay, ich möchte gar kein Augenbrauenprodukt verwenden, weil ich wundervolle Augenbrauen habe, die ich nicht habe, und würde damit so auf die Straße gehen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall klar gehen, ne? Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, noch ein Spoolie dazu zu nehmen und nicht das einfach so aufzutragen. Ja, weil das ansonsten dann einfach zu dick aussieht. Aber ansonsten, also sie, ja, es formt die Augenbrauen schon, aber es ist jetzt nicht irgendwie, für mich ist es kein Ersatz von einem schönen Augenbrauengel. Ja. Ich habe hier aber noch von Make-up Obsession das Fluffy Brows Fiber Brow Gel. Das ist dieses hier. Und das finde ich so geil, weil das ist übrigens in der Farbe Ash Brown. Das hat hier wirklich so,
Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das hat hier noch so richtig, Fieberpartikel mit drin. Also künstliche Augenbrauenhärchen würde ich das fast schon nennen. Und damit gehe ich jetzt auch nochmal durch meine Augenbrauen durch, um die ganzen mal aufzufüllen und einzufärben. Mal schauen, ob das funktioniert. Okay, wow. Das zaubert dir da wirklich noch zusätzliche Härchen rein. Das Problem bei Augenbrauenmascara, was ich eigentlich immer habe, ist, dass ich so ganz feine Härchen hier auch oben über der Augenbraue habe, die ich eigentlich auch ganz gerne epiliere oder abrasiere oder so, ne? Aber ja, und die werden halt mit dieser Augenbrauenmascara super angemalt und dann natürlich auch betont, weil diese fluffy Viecher da mit drin sind. Das sieht dann doch etwas merkwürdig aus. Das heißt, da muss ich gleich mal ein bisschen korrigieren. Aber an und für sich finde ich diesen Effekt ganz gut, was das Produkt macht. Was hältst du eigentlich von diesen Feather Brows oder Fluffy Brows, die man halt so nach oben bürstet und damit sich irgendwie so ein bisschen Volumen schafft und dickere Augenbrauen zaubert? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich finde es gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie finde ich das cool. Aber ich bin ja ein Gewohnheitstier, deswegen mache ich das noch ein bisschen abgeflachter. Ich finde es spektakulär, wie es aussieht. Also das ist für mich so eine sehr natürliche Geschichte, aber es ist so schon irgendwas, ne, dass man das aufgefüllt hat oder dass man das halt eingefärbt hat, aber es ist jetzt nicht irgendwie super unnatürlich. Und das gefällt mir eigentlich jetzt an diesen Soap Brows und Fluffy Brows und Feather Brows und wie auch immer man das so nennt, diesen ganzen Trend. Hat sich gereimt, finde ich cool. So, jetzt kommen wir mal zu der Augengeschichte. Da werde ich mir jetzt erstmal die Lider primen. Und dafür nehme ich nicht einen regulären Augenbrauen, ein Ich kann nicht mehr reden. Einen regulären Augenprimer, sondern einen Augenstift. Also das ist im Prinzip ein Lidschatten. Das ist von Laura Mercier einer. Den hatte ich in einem Trash-Paket, ich glaube auch von der lieben Jenny mal drin gehabt. Vanilla Kiss Caviar Stick Eye Color. Das ist dieser hier. Das ist einfach einer zum Rausdrehen. Und den kann ich auf meinen sehr, sehr, ja tatsächlich, das war mein Bauch, ich habe Hunger, gleich gibt's Pizza, ja. auf meinen sehr schwierigen Schlupflidern sehr gut verwenden, denn ich habe eigentlich eine trockene Haut, aber meine Schlupflider sind ölig. Das heißt, nicht nur Mascara trägt sich mit der Zeit ab, sondern auch Lidschatten. Und deswegen ist sowas total klasse und der deckt natürlich auch so ein bisschen die Äderchen mit ab. Dann nehme ich mir einen ganz normalen Lidschattenpinsel und verblende das Ganze. Und glaub mir, wenn du Schlupflider hast, hält dir damit der Lidschatten deutlich besser. Da ich in der Lidschattenpalette, die ich gleich verwenden werde, keinen Ton zum Setten habe, nehme ich einfach hier den, ich wollte schon wieder den Puder sagen, ne? Das Puder. Als Lidschattenpalette verwende ich dieses Ei von Revolution. Das ist das Ei, weiß ich nicht. Es ist das rosa Ei. Ich habe euch natürlich auch alle Produkte in der Infobox verlinkt. Hier haben wir auch einen Blush-Topper und einen Highlighter drin. Mal gucken, ob ich den nachher noch drüber geben werde. Und fünf Lidschattenfarben. Das heißt, es wird ein bisschen bunter heute wieder. Aber mehr in die warme Richtung. Dann werde ich mir jetzt erstmal diesen rosa Aprikoton in meinen Lidfalter aufgeben. Ich habe jetzt wirklich hier einen festgebundenen Pinsel und ich kriege gerade nicht allzu viel auf mein Lid drauf. Ich glaube auch eher, dass das hier jetzt ein ich weiß noch nicht wie Look wird. Auch eine gute Aussage von mir, oder? Aber hey, es ist ein Transition Shade, was erwarte ich, ne? Ich brauchte eigentlich jetzt auch gar nicht so die ultra krasseste Deckkraft ever haben. Das wäre ganz schön gleich bei den anderen Tönen. Ich habe hier ja nur noch eine zweite matte Farbe und das ist dieses, wie nenne ich denn diese Farbe? Etwas braunstichige Weinrot? Kriege gar kein, oh, Pigmentchen drauf. Ja gut, damit vertiefe ich jetzt auf jeden Fall meine Lidfalte ein bisschen. Ja, den muss man schon sehr aufbauen hier. Sollte man besser nicht abklopfen, weil dann kriegst du ja gar nichts mehr auf dein Auge. Das ist ja schade. Ist jetzt erstmal nicht so wirklich viel jetzt auf meinen Augen passiert mit den beiden Tönen. Ja, es sieht halt recht frisch aus. Dann könnte man sich theoretisch jetzt eine Schimmerfarbe draufgeben und fertig, ne? Aber ich möchte ja alle Farben aus dieser Palette verwenden. Deswegen gebe ich mir jetzt dieses schöne schillernde Pink mit so einem ganz normalen Lidschattenpinsel, den ich eben auch genommen habe, um die Lidschattenbase aufzutragen. Das heißt, der ist noch etwas feucht auf mein Zentrum.
kommt auch nicht so das meiste. Lässt sich aber aufbauen, was ich sehr positiv finde. Mach mal mit dem Finger hier. Dann bekommt man das nämlich deutlich deckender hin. Ne? Weil das war jetzt eben doch sehr, sehr fleckig und das hat mir nicht gefallen. Die fühlen sich auch super cremig an. Also ich glaube, sie sind auch dafür gemacht, um sie mit dem Finger aufzutragen. Was auf der Mitte des Lides funktioniert. Aber wenn ich nach außen und innen gehe, wird es schwierig. So, da sind wir nämlich nun. Dann nehme ich jetzt hier einen etwas anderen Pinsel. Das ist der M124 von Morphe. Ich weiß nicht, ob der echt hart ist. Nee, das müsste auch ein Synthetikpinsel sein, oder? Der ist irgendwie so ein bisschen länger und irgendwie habe ich da mehr Vertrauen drin, wenn ich jetzt innen und außen arbeite. Ich werde mir jetzt in mein inneres Drittel den Goldton hier mal aufgeben. Das ist dieser hier. Da kriege ich auch bald mal auf den Pinsel. Dann gebe ich mir den hier hin. Und das passt schön mit dem Pink zusammen. Also mit dem Pinsel lassen sich die Farben jetzt auch viel, viel schöner und präziser auftragen als mit dem Wet n Wild Pinsel, den ich eben hatte. Ich glaube, den hätte ich von Anfang an nehmen sollen, weil so gefällt mir das einfach auch viel, 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 viel besser. Ich gehe jetzt in diesen dunklen Schimmerton rein. Das ist so ein Pflaume. Du Pflaume, das ist so eine Pflaume. Okay, und den gebe ich mir am äußeren Drittel auf. Oh, der ist auch wieder relativ schwach, passt aber eigentlich jetzt ganz gut so zum Gesamtlook. Also von daher, ne, das geht. Aber haut mich jetzt nicht von den Socken. Außerdem ist dieser Ton ein fieser Krümmler. Ich weiß nicht, ich glaube diesen dunklen Ton, den kriege ich hier auch nicht intensiver drauf. Ich versuche den jetzt hier nochmal zu intensivieren, um da so ein bisschen was zu haben. Ich glaube, das ist vertane Liebesmühe hier. Und ich mache ja vieles, aber matte Töne würde ich nicht ansprühen, um sie aufs Auge zu bringen. Naja, aber diesen traurigen Ton gebe ich mir auch noch an den unteren Wimpernkranz. Dann habe ich hier ja auch so einen Highlighter-Ton mit drin, den unteren. Und den möchte ich mir gerne als Augeninnenwinkel-Highlight geben und als Augenbrauen-Highlight. Und natürlich die Fluffy Brows betonen, die ich meiner Meinung nach echt gut hingekriegt habe. Und das gefällt mir. Tja. Also, irgendwie ganz nett die Palette, aber ich glaube, wir werden langfristig gesehen einfach keine Freunde, weil ich die doch ziemlich eintönig finde. Ich meine, das ist ein niedlicher Look, ne? Es ist ja einfach auch aus der Easter Egg Collection gewesen, also dass du quasi einfach einen Osterlook dir damit schminken kannst, was auch echt ganz süß aussieht, ne? Also dieses Gold mit Pink und Rosa und so hat schon was, ne? Aber ja, nee. Sie darf gehen. Etwas erfreulicher ist an dieser Stelle von I Heart Revolution das Fixing Spray, was ich verwenden werde. Und zwar heißt das Cherry Pie. Ja, man kann sich einfach mal einen Kirschkuchen ins Gesicht klatschen und das finde ich total super. Ja, so die Vorstellung des Ganzen, ne? Boah, das riecht einfach voll nach Kirschkuchen, obwohl ich noch nicht gesprüht habe. Huch. Krass. Kennt ihr diese kleinen Lollis, diese Kirschlutscher? So in der Art riecht das. Mit ein bisschen Chemie darunter. Aber es fühlt sich ganz angenehm auf der Haut an und ich brauche noch mehr. Mmh. Ja. Ja, so kann ich das akzeptieren. Fühlt sich gut an. Ich finde auch nicht, ja doch, den ein oder anderen Wasserpunkt macht es. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal mit der halbwegs sauberen Seite von diesem Schwämmchen drüber. Gefällt mir, auf jeden Fall. Soll das überhaupt Glow machen? Weiß ich gar nicht. Dewy Make-up Fixing Spray. Jo, Dewy Look macht es schon. Das war auch schon vorher Dewy. Und der Kirschkuchenduft ist auch ganz schnell verflogen. Nun, wir machen jetzt aber mal weiter mit einem Eyeliner. Und da habe ich von Milani den iTech Perfection Liquid Liner. Der sieht so aus. Ich finde den cool. Ich weiß gar nicht, ob ich euch so nah dran lassen soll oder ob ich euch eher rauszoomen soll. Dann würdet ihr das Produkt nämlich auch in der Anwendung wahrscheinlich etwas besser sehen, als wenn ich den jetzt so nah in die Kamera halte. Naja. Dann kann man halt hier dieses Produkt so mega witzig anpacken. Ich zoome euch gleich wieder raus, aber der ist halt auch super fein vorne und es ist eine Filzstiftspitze. Der fühlt sich sehr plastikmäßig an. Das Ding hat nicht wenig gekostet, ich glaube auch 10 Euro oder so. Aber na, damit soll man sich perfekten Eyeliner ziehen können. So,
Es lässt sich natürlich so schön ansetzen. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Nummer. Wow, also der Eyeliner ist schön geworden. Das gefällt mir. Der ist on fleek. Der ist richtig, richtig gut geworden. Der malt nicht ganz so präzise, wie ich es gerne hätte. Ich habe ein bisschen Bedenken, ob ich das am anderen Auge genauso hinkriege. Hehe. Wir hoffen zusammen, okay. Hier hätten wir zwei verschiedene Arten von Eyelinern. Einmal einen etwas dickeren und einmal einen etwas geschwungeneren, präziseren. Mist, das war nicht mein Plan. Sie sehen beide gut aus, aber sie sind unterschiedlich. Ich lasse die jetzt aber so, wie sie sind, weil mir das ansonsten zu dick wird, wenn ich da jetzt anfange rum zu korrigieren. Das wird nicht funktionieren, ich kenne mich. Das wird furchtbar. Naja, ich sag mal so, der Eyeliner an sich ist schön, weil er schön malt. Also er malt wirklich auch deckend, er malt schön deckend. Er ist matt schwarz, was mir auch gut gefällt. Er trocknet richtig schnell. Das heißt, du hast jetzt nicht so die Probleme mit Abstempeln oder so, denke ich mal. Es ist aber ungewohnt von der Form her und er malt halt dann diesen Wing nicht so dünn, wie ich ihn gerne hätte. Das heißt, da muss ich wirklich Luft anhalten und dann Stückchen für Stückchen. Ganz, ganz crazy. Das ist aber auch, glaube ich, so eine Gewohnheitssache von der Form an sich, ne? Ich finde den aber spektakulär. Also den finde ich eigentlich ganz gut. Deswegen wird er auch auf jeden Fall bleiben. Dann nehme ich jetzt eine Mascara. Und da habe ich auch eine außergewöhnliche Mascara, die auch zu dieser Fluffy-Geschichte von meinen Augenbrauen passt. Und zwar ist das die L'Oréal Paris Waterproof False Lash X-Fiber Extreme Last Mascara. Die hat zwei verschiedene, ja, Möglichkeiten, Viecher, wie auch immer, nein, wie nennt man das? Borstendinger. Das ist einmal hier so eine Ukala. So eine ganz normale Mascara, glaube ich. Ne? Da hast du hier einfach die Mascara drauf. Und auf der anderen Seite hast du dann die geschwungene Seite mit Fibers. Also mit den, ja, künstlichen Mascara-Härchen. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ohne Mascara. Erste Schicht. Fibers drauf. Zweite Schicht. Fibers drauf. Dritte Schicht. Huh. Also das ist ja selbst für meine Verhältnisse krass. Unnatürlich, um das mal ganz, ganz ehrlich zu sagen. Vor allem auf dieser Seite ist es hier richtig, richtig heftig geworden mit diesen Mega-Fliegenbeinen und Mega-Verlängerung. Ich meine, ich komme da ja fast an meine Augenbrauen. Das ist der fertige Augenlook. Das sieht schon mal ziemlich heftig aus. Also auf jeden Fall ungewöhnliche Mascara. Und jetzt so aus der Entfernung habe ich einfach krasse Klimperwimpern, oder? Hammer. Okay, Haarreifen wird abgenommen. Jetzt kommen wir zu den Lippen. Da habe ich als ungewöhnliches Lippenprodukt halt etwas, was man jetzt eigentlich nicht so von einem Lip Liner erwarten würde, weil dieser Lip Liner ist durchsichtig. Das ist von Miss Lynn der Invisible Lip Liner. Genau, der heißt auch noch so. Und ja, den nimmst du einfach, damit dein Lippenstift nicht so nach außen ausbluten kann. Ist eigentlich ganz cool. Das ist halt durchsichtig. Was soll ich euch da groß zu sagen? Ich trage mir den jetzt auf. Kannst du echt grobmotorisch mitarbeiten? Man sieht den ganz, ganz leicht, weil das so eine weich gezeichnete Linie quasi ist, als Übergang zwischen der Haut und den, also die Lippen sind ja auch Haut, aber zwischen dem Gesicht und den Lippen, ne? Das finde ich schon krass. Und ich weiß nicht, an welchem Produkt es liegt, aber meine Haut sieht so gut aus, Leute. Ich finde es voll aufregend. Also, irgendwie gefällt mir das Ganze gerade hier sehr, sehr gut. Dann habe ich hier, huch, ich habe tatsächlich drei Lippenprodukte mir sogar rausgesucht. Ne? Von Guerlain habe ich mir diesen Lippenstift rausgesucht. Den gab es mal gratis dabei bei Douglas. Ja, Kiss Kiss 573 heißt der. Und warum heißt der Kiss Kiss? Weil das die Valentinstagsedition ist und das einfach mal ein Herz ist, Leute. Ich finde, das ist eine außergewöhnliche Lippenstiftform. Safe. Auf jeden Fall. Und hier steht Kiss Love. Kiss Love, Kiss Love steht drauf. Und das Pinke passt dann natürlich auch zu diesem Base-Gedöns, was ich ja schon als Blush hatte. Und es passt sogar zum Augenlook. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ja.
passt auf jeden Fall zum Pink in den Augen. Ne? Also da kann man sich echt nicht beschweren. Die Textur von dem Lippenstift ist übrigens auch echt ein Fest. Ne? Also das ist super, super angenehm. Ein ganz, ganz toller Lippenstift, der halt nicht so matt austrocknet ist, sondern einfach so fluffy. Alles in meinem Gesicht ist heute fluffy. Auch so könnte ich meinen Titel hier vom Video nennen. Wahnsinn. Okay, ich habe hier aber noch ein Produkt, was farblich einigermaßen passen könnte. Und zwar ist es von Floss, My New Favorite Lip Gloss. Also ich würde jetzt einfach mal das so sagen, dass nicht jedes Produkt von sich behauptet, dass er dein neuer Favorit wird. Deswegen habe ich den hier mit reingenommen. Das ist eine Tube. Gut, Tuben sind mittlerweile jetzt auch nicht mehr so ungewöhnlich. Der war in der Goodiebox, glaube ich, mit drin. Ja, der war in der Goodiebox drin. Und jo, das ist einfach ein Lipgloss, ne? Der tatsächlich relativ deckend ist. Den gebe ich mir hier jetzt aber mal so ein bisschen drüber. Der riecht echt traumhaft süß, ne? Es ist wie, als würdest du über eine Kirmes gehen. Ja gut, und weil der Lippenstift jetzt so ist, wie er ist, sieht man den Lipgloss jetzt nicht so sehr. Aber ich fühle ihn und er fühlt sich gut an. Ungünstige Formulierung. Es sieht hammer aus, oder? Also ich finde, dass ich sehr, sehr Barbie-mäßig jetzt aussehe. Ich sehe sehr glowy aus, aber es ist einfach irgendwie cool. Also ich finde diesen Look geil und ich feiere ihn. Und ich würde mich sehr, sehr wohl den ganzen Tag damit fühlen tatsächlich. Also ich würde damit jetzt auch rausgehen, ich würde damit Freunde treffen, ich würde auch damit zur Arbeit gehen, wenn ich jetzt 2 Stunden vor der Arbeitszeit hätte, um mich so zu schminken, was ich nicht habe, weil ich meistens so 10 Minuten habe. Ja. Interessante Produkte, oder? Ich weiß nicht. Was ist jetzt das Produkt, was du am coolsten aus diesem ganzen Full Face findest? Ich glaube, mein Lieblingsprodukt aus diesem Full Face ist tatsächlich das Puder. Ansonsten auch die Augenbrauen. Mir gefällt das alles irgendwie gerade richtig gut und ich feiere das. Ich feiere auch den Bronzer. Selbst der Blush hat mir gefallen. Man sieht ihn kaum noch durch, aber ein Hauch sieht man durch. Das einzige Produkt, wo ich sagen würde, braucht kein Mensch, ist tatsächlich der Highlighter, den man nur deswegen braucht, weil er schön aussieht, ne? Ja, Leute, Mensch, hat mir gut gefallen. Selbst der Concealer creased nicht. Also irgendwas ist heute richtig gut gelaufen. Ein wundervoller Make-up-Tag für mich. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!